Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich gesund. Heute ein spannendes Thema, mal ganz einfach den Vitamin D-Metabolismus erklärt. Viele gehen da zum Arzt und sagen, ich möchte meinen Vitamin D-Spiegel wissen. Und dann wird der 25-OH Vitamin D-Hormon-Calcidiol-Spiegel gemessen. Und daraus wird halt die Aussage gemacht, zu wenig, normal oder zu viel. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber jeder Arzt oder Therapeut und auch der mündige und eigenverantwortliche Patient oder Mensch sollte hier Bescheid wissen, weil so einfach ist das leider alles nicht. Ich erkläre das hier mal kurz und bündig, einfach die Vitamin D-Wirkungsweise oder man sagt in der Medizin den Metabolismus. Gut, Vitamin D, ganz wichtig für unseren Körper. Wir haben hier die Haut. Das hier ist die Haut, okay? Und normalerweise wird ja Vitamin D über die Haut gebildet und zwar folgendermaßen, da brauchen wir eine Sonneneinstrahlung, die stark genug ist, also über einem 45 Grad Winkel im Frühjahr, Sommer und Herbst in unseren Breitengraden zwischen ungefähr 10 und 15 Uhr. Und davor und danach ist die Sonne zu niedrig, die geht ja auf. Ja, und der Schatten sollte immer kürzer sein als die Sonne, also unser Schatten. Als der Körper, meine ich. Ja, der Körperschatten sollte kürzer sein als wir selber. Dann haben wir einen Winkel über 45 Grad mit der Sonneneinstrahlung. Das ist schon mal Voraussetzung. Und es klappt im Winter gar nicht, weil die Sonne da gar nicht so hoch aufsteigt. Ja, die UVB, der UVB-Wellenbereich der Sonne sollte liegen bei 290 bis 315 Nanometern, so kann man es auch nennen, oder ein UV-Index von mindestens 3. Der wird ja häufig in den Wetter-Apps auch mittlerweile gezeigt, mindestens 3. So, dann scheint die Sonne auf die Haut und der Körper macht Folgendes. Der wandelt in der Leber das Cholesterin in das 7-Dehydrocholesterin um. Das 7-Dehydrocholesterin wird dann über die Blutbahn in die Haut transportiert. Hier haben wir 7-Dehydrocholesterin. So. Und dieses macht mit der Sonneneinstrahlung dann in der Haut das Prävitamin D. Und dieses Prävitamin D wird dann wiederum durch die Körpertemperatur umgewandelt in Calciferol, Vitamin D3 und das ist genau dieses, was wir auch supplementieren können mit Nahrungsergänzungen. Es gibt auch noch ein Vitamin D2. Das heißt auch Ergocalciferol und das wäre in der Nahrung drin, im fetten Seefisch, im Lebertran, in bestimmten Pilzen zum Beispiel. Okay? Ganz interessant und das funktioniert auch, nur in der Nahrung ist leider da viel zu wenig drin, es sei denn, man trinkt wirklich Lebertran. So, das Cholecalciferol, Vitamin D3, das geht dann in den Körper rein und das muss in die Leber transportiert werden und da gibt es dann ein Vitamin D-bindendes Protein, das bindet das hier, das schnappt sich das Vitamin D3 und transportiert es in die Leber, wie wenn das Vitamin D3 sich ein Taxi nimmt. Hallo, ich möchte zur Leber, vielen Dank. Und da müssen auch genügend Taxis da sein. Das Vitamin D bindende Protein Taxi, da müssen genügend da sein, weil wir haben ja nicht nur ein Vitamin D3, das hier, hallo, ich möchte zur Leber, sondern da stehen ganz, ganz viele dann da und da müssen ganz viele Taxis da sein, dass das funktioniert. Mittels der 25-OHase, ja, war das so ausgesprochen, oder OHase, OHase, das ist ein Enzym. Aber das ist auch nicht so wichtig. Dann geht es also in die Leber, das Cholecalciferol D3, das wir supplementieren oder durch die Sonneneinstrahlung bekommen. Und da wird es dann auch wieder umgewandelt in das 25-OH, Calcidiol, das ist dann das Speichervitamin D in der Leber. Und der Speicher, der reicht, wenn der voll ist, so ungefähr 3 Wochen, oder man kann es auch auf medizinisch sagen, eine Halbwertszeit von 2 bis 3 Wochen. Übrigens, wenn hier die Sonneneinstrahlung, also wenn man dann sehr viel an die Sonne geht und da wird dann nicht die ganze Zeit Vitamin D gebildet, das, was wir nicht brauchen,
wird in Lumisterol oder Tachysterol umgewandelt, ja, eben nicht in Cholecalciferol, vom Prävitamin D, und dann verpufft es quasi, das hat keine Vitamin D-Wirkung. Also der Körper passt da schon auf, dass es auch keine Überdosierung durch die Sonne gibt. Kommen wir wieder zur Leber, da sitzt dann also das 25-OH und als Speicher Vitamin D und wird dann bei Bedarf abgerufen in die aktive Hormon D-Form 1,25-OH oder auch Calcitriol, und die aktive Form, die kann dann die Vitamin D-Rezeptoren in der Zelle einschalten, und die aktive Form wird insbesondere oder unter anderem in der Niere durch die renale 1-OHase umgewandelt und weitere Zytochrom P450-Enzyme, das sind also so enzymatische Umwandlungen in der Niere, aber auch durch die lokale 1-OHase in der Prostata, in der Brust, im Dickdarm, im Gehirn, in der Nebenschilddrüse und auch in den Immunzellen und auch in weiteren Geweben und Organsystemen. Ne? Dann haben wir also die aktive Form, wie gesagt, die wird bei Bedarf einfach abgerufen. Das ist wie wenn wir stellen wir uns vor, das wäre das Speichervitamin D, ist das Bankkonto mit Vitamin D als Zahlungsart. Und derjenige, dem das Bankkonto gehört, der geht es und muss was bezahlen. Und da braucht er dann die aktive Form, dann bucht er von seinem Bankkonto etwas ab und bezahlt hier, und das hat eine ganz kurze Halbwertszeit von ungefähr 5 Stunden, und das Geld, also das Vitamin D-Geld, ist dann gleich weg. Okay? Deswegen muss hier auch immer genügend da sein, vom 25-OH. Deswegen sollte man auch wissen, wie viel der Körper aber auch umwandelt in 1,25-OH. Es gibt auch Fälle, da wird zu viel umgewandelt, da muss man wissen, warum und wieso, und auch wissen, ob man hier, wie viel man dann hier nachsubstituiert. Das ist auch wichtig. So, und dann ist dieses 1,25-OH, das geht dann in die Zellen rein, und in der Zelle sitzen die Vitamin D-Rezeptoren, und die müssen angeschaltet werden, wie wenn man Lichtschalter anmacht. Wenn das Zimmer hier eine Zelle wäre, dann, und es ist dunkel und ich bin dann das 1,25-OH und gehe da rein, und dann drücke ich auf den Vitamin D-Rezeptor Lichtschalter und dann geht das Licht an und dann funktioniert das Ganze. Alles, was der Vitamin D-Rezeptor dann macht, Immunsystem, Genregulation, Genanschaltung und tausend weitere Dinge, die Vitamin D, des Rezeptoren, also das Vitamin D per se, dann für uns macht. Und auch die Vitamin D-Rezeptoren müssen funktionieren. Wenn der Lichtschalter klemmt, dann geht auch kein Licht an. Und wenn die Gene schon kaputt sind, das wären dann die Lichter, die angehen, das sind dann die Gene, die eingeschalten werden. Wenn da die Birne kaputt ist, dann geht da auch nichts. Und es gibt tatsächlich bestimmte Faktoren, die greifen unter anderem die Vitamin D-Rezeptoren an, wie zum Beispiel toxische Belastungen, Schwermetalle, wie zum Beispiel Viren, wie zum Beispiel Bakterien. Und es gibt natürlich auch weitere Faktoren oder sogar die gleichen Faktoren, die auch die Gene angreifen. Aber die Glühbirne kaputtgeschlagen, da funktioniert da auch nichts mehr. Das ganze Ding muss funktionieren. Und das könnte ich gerade anfangen. Ja? Wenn die Haut nicht funktioniert, wenn da zu wenig Cholesterin da ist, wenn da zu wenig 7-Dehydrocholesterin da ist, wenn da eben überhaupt keine Sonneneinstrahlung da ist oder Sonnencreme benutzt wird, wenn das Vitamin D-bindende Protein nicht funktioniert, wenn die Umwandlung in der Leber nicht funktioniert, die enzymatische, 25-OH, wenn der Transport oder das Abrufen, das muss der Körper ja auch checken, wie viel ruft er ab, oder auch die Umwandlung in 1,25-OH enzymatisch nicht funktioniert, wenn die Nieren kaputt sind, wenn andere Gewebstrukturen kaputt sind, wenn diese Enzyme fehlen. Enzyme können ja auch fehlen, dass der Körper die Enzyme, die er zur Umwandlung hier braucht, gar nicht hat. Genetisch bedingt oder epigenetisch im Laufe des Lebens erworben sind die kaputt gegangen. Oder wie gesagt, wenn der Transport in die Zelle oder sogar die Vitamin D-Rezeptoren nicht funktionieren, Pech gehabt. Und das kann dann schon oder ist assoziiert mit vielen Erkrankungen und einem geschwächten Immunsystem.
Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Kanal und du kannst auch gerne in unsere Online-Akademie schauen. Da mache ich unter anderem ganze Fachvorträge über Vitamin D, die ich auch vor Fachpublikum halte, zertifizierte Vitamin D-Ausbildungen für Ärzte und Heilpraktiker. Kannst du gerne reinschauen und auch mit vielen weiteren, ganz vielen spannenden Themen, die zu tun haben mit dem Ganzheitlichen, mit Körper, Geist und Seele, und zwar alles von Experten weitergegeben, von Ärzten und Heilpraktikern natürlich insbesondere von mir, aber auch weitere in unserem Team mit vielen interessanten Interviews im medizinischen Bereich mit tollen Persönlichkeiten und auch in der energetischen Medizin machen wir viel und auch Live-Zooms, dass ich mit den Menschen, die Mitglieder sind, persönlich in Kontakt trete und unter anderem ihre Fragen beantworte. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Akademie ist unten verlinkt in der Videobeschreibung und ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und ganz viel Gesundheit.